Hoch über den St. Pauli-Landungsbrücken erhebt sich das mächtige Bismarck-Denkmal. Davor, an der Geestkante, stehen die Gebäude der Navigationsschule, der Deutschen Seewarte und des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten.1938 stand der Hamburger Hafen auf dem Kontinent an erster Stelle und belegte den dritten Platz in der Welt, nach New York und London. Hamburg befand sich im Herzen Mitteleuropas und damit in einzigartiger Lage für den Durchfuhrverkehr in alle Richtungen. Die St. Pauli-Landungsbrücken mit dem markanten Uhrturm waren für den starken Publikumsverkehr im Hafen und auf der Unterelbe von besonderer Bedeutung. Jährlich wurden hier Hunderttausende von Fahrgästen ein- und ausgeschifft und die vielen Besucher tauchten zum ersten Mal in die faszinierende Hafenatmosphäre ein, mit all ihren ungewöhnlichen Geräuschen und Gerüchen. Die Landungsbrücken waren auch der Liegeplatz der Assistenzschlepper, die die Frachter und Passagierschiffe beim An- und Ablegen in den oft engen Hafenbecken unterstützten. Ein beeindruckendes Bild der Altstadt mit ihren Türmen vermittelt der Blick von Steinwerder. Steinwerder ist die Heimat bedeutender Werft- und Industriebetriebe. Viele der in diesem Film gezeigten Frachter- und Passagierschiffe sind dort entstanden. Schiffswerften bildeten den bedeutendsten Industriezweig Hamburgs. An der Überseebrücke sehen wir die gerade in Dienst gestellte Wilhelm Gustloff. Sie konnte 1500 Passagiere befördern. Ein besonderes Merkmal der Gustloff war die exklusive Ausstattung mit Außenkabinen. Ein Novum im Schiffbau jener Jahre. Ausländische Reedereien besaßen mit 45% einen erheblichen Anteil an der Ein- und Ausfuhr im Hamburger Hafen. Schifffahrt ist international. Im Film sehen wir deutsche, aber auch viele Schiffe unter norwegischer, dänischer, holländischer, französischer, englischer und amerikanischer Flagge. Auch ausländische Passagierschiffe zählten zu den regelmäßigen Kunden der Stadt, wie hier die Colombie der französischen Staatsreederei CGT. Während der Dampfer Bilbao, der OPDR, in Charter bei Leis und danach die Mimi Horn der Hornlinie auslaufen, trifft der große Ostasien-Frachter Lahn des norddeutschen Lloyd aus Übersee ein. Im Licht der aufgehenden Sonne macht die Königin Luise an den St. Pauli-Landungsbrücken fest. Alle Seebäderschiffe der Hapag wurden hier abgefertigt. Die Abfahrten erfolgten bereits um 7 Uhr. Die Königin Luise fuhr im Dienst nach Cuxhaven, Helgoland und Sylt. Besonderer Beliebtheit erfreute sich auch das Motorschiff Jan Molsen der Hafendampfschifffahrtsgesellschaft, die ebenfalls Cuxhaven anlief.
1888 wurde die HADAG, die Hafendampfschifffahrt AG, gegründet, um den schnell wachsenden Verkehr im Hafen abzuwickeln. Große Leistungen wurden erbracht, wenn täglich Tausende von Werft- und Hafenarbeitern zu den Schichtwechseln befördert werden mussten. 12 Millionen Fahrgäste benutzten 1938 die Hafenfähren. Den Schornstein der Fährschiffsreederei zierte ein grüner Ring auf silbernem Untergrund. Er wurde zum Markenzeichen. Auch die Unterelbe wurde von der HADAG bedient, wobei die großen Fährschiffe, wie hier das moderne Motorschiff Bürgermeister Distel, zum Einsatz kamen. Die Fahrt nach Harburg wurde dagegen noch mit historischen Raddampfern betrieben. Über Jahrhunderte war der Niederhafen am Johannesbollwerk und am Vorsetzen der einzige Seeschiffshafen Hamburgs. Im Schatten der großen Passagierschiffe an der davorliegenden Überseebrücke luden und löschten viele kleine Dampfer alteingesessener Reedereien. Der Niederhafen bot in jenen Jahren ein lebhaftes Bild des Kleinverkehrs. Dort befanden sich die Schuppen für die Rheindienste nach Duisburg und Köln sowie für die Verkehre nach der Nord- und Ostseeküste. Der Güterumschlag in einem Seehafen ist außerordentlich vielseitig, da die Zusammensetzung der Ladung bei jedem Schiff unterschiedlich ist. Im Linienverkehr muss dabei auf besonders pflegliche Behandlung des Stückguts geachtet werden. Eine Arbeit, die nur von geschulten Hafenarbeitern geleistet werden kann. Rund 20.000 gelernte Kräfte waren 1938 als Schauerleute, Winschmänner, Kai- und Speicherarbeiter, Kranführer und Ewerführer im Umschlag beschäftigt. Die verschiedenen Berufsgruppen waren im Gesamthafenbetrieb zusammengefasst, der den Einsatz an den wechselnden Arbeitsplätzen lenkte. Im Bedarfsfall erfolgte ein Aufruf über den Rundfunk. Der Umschlag von Kisten, Fässern und Ballen ist harte Arbeit und erfolgte damals noch meist von Hand. Obwohl es auch schon Elektrokarren gab, blieb die Sackkarre im Hafen das vorherrschende Flurfördermittel. Der Hamburger Hafen ist ein Tiderhafen und damit von den Gezeiten abhängig. Er besteht aus einem älteren rechtselbischen und einem modernen linkselbischen Teil. Die Mannigfaltigkeit des Schiffsverkehrs im Hafen war ein Spiegelbild des industriell hochentwickelten mitteleuropäischen Hinterlandes. Von besonderer Bedeutung war dabei die Binnenschifffahrt, die mit rund 50% zum Umschlag im Hafen beitrug. 1350 Elbkähne waren registriert. Die Oberelbe verband Hamburg mit dem mittel- und ostdeutschen Wasserstraßennetz sowie mit Polen und der Tschechoslowakei. Die Liegeplätze der Binnenschiffe waren hinter den Seeschiffbecken angelegt, sodass die Kähne die Frachter beim Ein- und Auslaufen nicht behinderten.
Hamburg schloss sich 1888 dem deutschen Zollgebiet an. Es war die Geburtsstunde des Freihafens. Seitdem wurde die Stadt durch einen Kanal vom Freihafen getrennt. Der Kanal verband den Seehafen mit den Liegeplätzen der Binnenschiffe im Oberhafen. Wir sehen einige der typischen Hafendampfschlepper, wovon es über 400 Stück gab. Sie gehörten Eberführerbetrieben, die mit Schuten, Schleppern und Barkassen den hafeninternen Verkehr abwickelten. Kennzeichnend für die mit Dampf betriebenen Schlepper war der umlegbare Schornstein, der die Unterquerung der vielen Brücken ermöglichte. Obwohl 1938 bereits 45.000 Zu- und Abfahrten von Lastkraftwagen im Hafen gezählt wurden, waren immer noch viele